Moin, ich stehe mal wieder draußen und habe dabei ein paar Kommentare gelesen. Da ist mir aufgefallen, dass ich im ersten Part, im letzten Level, die zweite Starcoin nicht gezeigt habe. Sollte natürlich nicht passieren, aber hier meine Originalversion nachgereicht. Aber hier kannst du doch oben stehen. Was? Lol, das hat man aber vorhin nicht gesehen. Ja, moin. Yo Leute, willkommen zurück zu Cloudy Super Mario Bros. U, dem ersten NSMBU-Hack hier auf meinem Kanal. In der ersten Folge haben wir bereits die erste Welt abgeschlossen, beziehungsweise den Secret Exit zu den Soda Swamp Lands genutzt, denn nach dem ersten Tower war Schluss, da ging es nicht weiter und deshalb starten wir in Part 2 mit, ja, sozusagen der zweiten Welt. Soda Swamp Lands 1, Piranha Plant Village. Willst du mir also wirklich erzählen, dass diese ätzenden Piranha-Pflanzen hier ein eigenes Dorf besiedeln? Das haben die doch überhaupt nicht verdient. Viel schöner wär's, wenn die süßen Koopa oder irgendwas anderes Cutes hier leben würde, aber doch bitte nicht die Piranha-Pflanzen. Ja, es passt vielleicht zum Dschungel, aber dennoch. Und Alter, dieser Baum ist doch custom-made, oder? Der kam so doch definitiv nicht im fertigen Spiel vor. Ganz sicher nicht. Ich meine, ich habe erst vor kurzem die Deluxe-Version auf der Switch mit euch zusammengespielt und daher kenne ich die Tilesets eigentlich größtenteils noch. Bin ganz sicher, der Baum hier... Oha, was haben wir hier? Der Baum hier ist vom Hacker gemacht worden und wow, das sieht richtig gut aus. Wirklich, das fällt gar nicht mal so krass auf, dass das jetzt nicht von Nintendo stammt. Und hier haben wir Yoshi! Konnte man allerdings auch schon ahnen, wenn man hier geguckt hat, was so an den Bäumen wächst. Wundervoll. Der Pfeil zeigt nach oben, okay. Also sollen wir hier gar nicht wirklich lang. Habe ich mir jetzt aber trotzdem mal gegönnt für die paar Münzen und die Bären. Nee, ernsthaft, also das sieht richtig, richtig gut aus. In den Leveln, die wir im ersten Part gespielt haben, waren ja auch schon einige Teilsets neu und hier müssen wir, glaube ich, runter zusammen mit Yoshi. Warte mal, ganz, ganz ruhig hier, ruhig Blut, ne? Wir wollen kein Risiko eingehen. Oh, perfekt war der Sprung nicht, aber es hat geklappt. Einige Teilsets habe ich im ersten Part sogar übersehen und dann nochmal im Schnitt für euch... Oh, what's going on here? Im Schnitt für euch deutlich gemacht. Hat mir bei dem Video sowieso nochmal mehr Mühe als ohnehin schon gegeben. Ja, hat man vielleicht gemerkt. Macht mir auch richtig viel Spaß, das Projekt bisher. Und das kann nur krasser werden, zumal es ja auch schwierigkeitsgradtechnisch richtig hart ist. Und Alter, man kann hier gar nicht mal durchspringen. Ich wäre jetzt fast im Gift gelandet. Da hatte ich jetzt richtig Glück. Hä, ich bin doch im Moment gesprungen, als ein One-Up angezeigt wurde, oder? Naja, wie dem auch sei. Hauptsache nicht tot. Und hier könnten wir vielleicht ein Leben herauskombinieren. Nee. Schade, Schokolade. Aber will mich mal nicht beschweren, es läuft. Und hier ist ein Powerblock. Okay, ein Powerblock ist immer auffällig. Lass mal sehen, gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo vielleicht eine Starcoin aus den Baumwipfeln rausfallen könnte? Also wenn, dann hier, ne? Aber es kommt nichts. Okay. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt vielleicht doch nicht den richtigen Ort gefunden habe oder ob ich noch hätte warten sollen. Naja, wir machen mal weiter. Ah, okay. Und hier hätte es auch nochmal einen Yoshi gegeben. Aber auch kein Wunder. Haben ja gerade den Checkpoint passiert. Ey, das sieht so unfassbar gut aus mit diesen Hütten, die er, glaube ich, aus der Wasserwelt importiert hat. Also das müssten Originalhütten... Nee, Quatsch. Nee. Also vom Grundzug her ja. Aber ich glaube, in der Wasserwelt hatten die keinen... Oh, jetzt ein Stern. Und ein Blindjump. Was zur Hölle? Wo muss ich hin? Okay, den Blindjump, den würde er, glaube ich, heute nicht mehr machen, weil der Hacker sagt ja von sich selber, er ist nicht mehr ganz zufrieden mit dem Hack hier. Ich schon. Aber die Stelle, die gehört sich so auf jeden Fall nicht. Blindjumps sind sehr uncool. Was wollte ich gerade sagen? Ah, genau, diese Strohhütten hier. Ich bin sicher, die hatten in der Wasserwelt kein Stroh. Das hat er jetzt angepasst, damit es für die Dschungelwelt rein aussieht. Und damn, diese Plattformen hier, die sich um 360 Grad drehen, die gab es doch in der Originalversion auch nicht, oder? Obwohl, warte mal, da kommt mir gerade ein Speziallevel oder sowas in den Kopf. Ah, hier ist ein zweites Starcoin, alles klar. Und, ja, doch, ist die zweite. Ich bin nicht mehr sicher, ob das jetzt New Super Mario Bros. Wii war oder... Oh, shit, ich habe einen Fehler gemacht.
Ich musste Yoshi opfern, sorry Leute. Da bin ich jetzt ein bisschen zu voreilig gewesen, auch wegen dem Zeitlimit, was mir hier mal wieder ausgeht. Oh, ist hier oben die dritte Starcoin? Nee? Okay. Ich muss mich aber trotzdem ein bisschen beeilen. Mir geht leider die Zeit aus. Oh, hier ist sogar noch ein Yoshi. Er ist so sehr großzügig, was das angeht. Ah, hier muss was sein. Nein? Ach, da in der Mitte, oder? Tatsächlich, oh mein Gott, die Münzen zeigen es an. Ich dachte aber erstmal, man müsste vielleicht von der Seite reinspringen. Muss nochmal Yoshi opfern. Der Arme. Ich dachte, man musste von der Seite kommen, weil die Münzen ja eigentlich auch da so im Kreis rumfliegen. Wo ist das Ziel? Oh, Digga! Nein, geh weg! Ich muss ins Ziel! Da ist das Ziel! Oh! Was ein Start in den Part. Wahnsinn! Mario Time! Und ich habe, glaube ich, diverse Themen gar nicht abschließen können, die ich angesprochen hatte. Ja, jedenfalls, einige Teilsets sind mir im ersten Part aktiv nicht aufgefallen, dann aber im Schnitt, das habe ich nochmal für euch reingeschnitten. Muss aber sagen, Alter, das war so eine krasse Steigerung jetzt gerade. Die ersten Level waren ja auch alle ganz nett, ne? Aber das hier fand ich richtig awesome. Also wenn die Welt so weitergeht, dann wird das super episch. Okay, Mopsy taucht auf, aber ich glaube, das lassen wir jetzt mal weg. Wird, denke ich, nicht so wichtig sein. Glaub auch nicht, dass da irgendwas custom-made ist. Falls doch, dann reiche ich es mal nach. Aber fürs Erste lassen wir das mal weg und schauen ins Toadhaus rein. Da können wir uns noch ein paar Power-Ups beschaffen. Das Erste habe ich blind gemacht, sozusagen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Jetzt versuche ich aber mal drauf zu schauen, wo die Items sind. Vielleicht sollte man währenddessen nicht reden, dann fällt es einem leichter. Ich glaube, ich weiß aber, wo die Items sind, und zwar auf Position 1 und 3. Liege ich damit richtig? Juhu! Hier, Vielmann. Wir sehen uns die nächste Zeit nicht so häufig. Gibt's eigentlich noch andere Optiker? Ich kenne nur die, sorry. Soll keine Werbung sein. Bin sowieso nur ein einziges Mal da gewesen, tatsächlich. Und zwar, weil die vor etlichen Jahren mal so eine Aktion hatten, dass du kostenlos deine Sehstärke testen lassen kannst. Oh, das ist ja schön hier, der Hintergrund. Der ist auch neu. Da habe ich gleich zugeschlagen. Und der Boden auch! Dieser Erdboden mit den... mit der Grastextur. Das ist auf jeden Fall anders als im Original. Oh, so schön bunt. Geil. Und wie in den ersten Leveln dieser Nebel-Touch. Das hatten wir jetzt im vorherigen Level tatsächlich gar nicht. Starcoin. Obwohl es ja Cloudy... What? Geil, Mann, das ist ein Bounce-Pilz. Ich glaube, das war ein unused Objekt von Nintendo. Also der ist im Code des Spiels drinne. Habe ich mir irgendwo gesehen. Okay. Ach, so komme ich an die Starcoin ran. Ich wollte gerade fragen, warum ich da nicht reinkomme. Da waren Blöcke davor. Verstehe. Ja, nice. Aber dieser Bounce-Pilz... Oh, warte. Der ist im Spielcode enthalten. Wurde nicht genutzt. Und der Hacker sagt sich einfach, oh, war doch eine gute Idee, Nintendo. Warum nehmen wir das nicht mit rein? Übelst geil. Warte, habe ich jetzt zwei Wege? Ernsthaft? Oh. Und hier muss es auch einen Yoshi geben. Oder? Weil es gibt einige Früchte. Und die zweite Starcoin befindet sich hier oben. Ah, das bedeutet dann vielleicht, unten ist der Yoshi. Weil sonst wäre der untere Weg ja komplett Time Waste. Irgendwas Besonderes muss da ja sein. Wir checken das ab, Leute. Wir wollen ja sowieso alles sehen. Ach so, apropos, wir haben... Oh, da ist sie. Ich wollte es gerade ansprechen. Da ist die Wolke. Oder? Doch, das soll die Wolke sein. Aber im Level davor haben wir sie nicht gefunden, oder? Habt ihr sie gesehen? Oh, das habe ich jetzt komplett außer Acht gelassen. Habe ich nicht dran gedacht. Entschuldigung. Muss ich nachreichen. Am besten nach dem Level hier. Gehe ich nochmal auf die Suche. Wo denn die Wolke war.
Bestimmt war die irgendwo im Hintergrund und ich habe nicht drauf geachtet. Weil die gerade, die war ja etwas aktiver im Vordergrund so, im Spielgeschehen. Was zum Teufel? Was passiert hier? Oh mein Gott, wie geil. War das gerade Zufall oder ist das wirklich so gewollt, dass der da runterspringt, der Entwickler? Auf jeden Fall war es mega nice. Aber ich habe keinen Yoshi gefunden. Keinen Yoshi. Gut, dafür die Wolke. Also ganz umsonst ist der untere Path auf jeden Fall nicht. Für die wirklichen krassen 100% Spieler wie mich ist der genauso relevant. Oh, kriegen wir die ganzen Münzen zusammen? Der Pfeil zeigt nach unten, das schaue ich mir gleich nochmal an. Hä, wo sind die letzten Münzen? Hä? Habt ihr die gesehen? Wo waren die denn? Oder musste man hier eine Stampfattacke machen? Vor allem, was soll das heißen? Soll ich da runterspringen? Also ich mach's jetzt erstmal nicht, okay? Aber wenn wir die letzte Starcoin nicht finden, dann hab ich so eine Idee, wo sie sein könnte. Finde aber dieses Pfeilschild da an der Stelle etwas deplatziert tatsächlich. Zumindest im ersten Moment. Ah, da ist aber die Starcoin. Hier kommt nichts mehr. Hier kommt nichts mehr außer Gesindel. Ja, ist so. Okay. Ja, dann, Kommando zurück. Wobei ich mir das auch nicht so richtig vorstellen kann, ne? Oder hier? Ist da noch was? Weil wenn ihr mich fragt, hier, diese Zone sieht auch ein bisschen sonderbar aus. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt was riskieren. Wo war denn das eigentlich? Ach, das war hier, ne? Genau. Geil, Alter. Dann nehme ich alles zurück. Ich habe nur keinen Plan. Der Hacker weiß, was er tut. Aber ich nicht. Das war genial. Das checkt halt auch nicht jeder, ne? Das checkt halt nicht jeder. Aber es war so risky. Ich wollte es nicht sofort ausprobieren. Geiler Level! Aber das sage ich, glaube ich, nach jedem Level. Bisher ist der Hack wirklich allererste Sahne. Und wir müssen uns ja vor Augen führen, das war der erste große und gehypte. Es gibt noch heftigere da draußen, die ich alle nicht kenne, bis auf die Trailer. Auf uns kommt noch so krasser Shit zu, das glaubt ihr gar nicht. Aber jetzt suchen wir erst einmal die Wolke aus dem vorherigen Level. Oh yeah, Mario Time. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man die Wolke da beim Ziel auch nach dem normalen Exit gesehen hat. Glaube aber nein. Auf jeden Fall habe ich auch das wieder nachschauen müssen, weil ja, auf sowas kommt man halt einfach nicht oder überprüft sowas nicht. Und es ist jetzt schon die zweite Wolke, vorausgesetzt, es stimmt auch, die man nur finden kann, wenn man eine Schnapszahl hat und das Ziel erreicht. Remare, please don't do this shit. Das ist das Einzige, was mir bislang nicht gefällt. Ich habe keinen Bock auf diese Secrets nach den Zielen. Das muss nicht sein. Und yo, wie geil ist das hier? Wie awesome sieht das aus? Diese Lichter hier. Fenster oder whatever, das ist auf jeden Fall auch neu. Da kriegst du einfach richtig so das Gefühl, als wenn da Monty-Maulwürfe drin wohnen oder so. Hammer! Hier haben wir auch so einen leichten Nebel-Touch im Background, aber nur ganz, ganz geringfügig. Ui, da muss es laden. Kein Problem. Schafft man Monster-PC?
Jedenfalls. Oh mein Gott. Ah! Erstes Starcoin. Auf entspannt. Und was könnte hier noch sein? Oh. Krass. Ist das einfach nur eine Abkürzung, um eine schwierige Stelle zu skippen? Oder was geht hier unten ab? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe auch keine Lust, zurückzulaufen. Das ist mir zu gefährlich. Wow. Aber er steigert sich gerade von Level zu Level massiv. Ich wollte unbedingt das Leben haben, ne? Das Problem ist, ich muss hier auch noch mal rüber, weil... weil da Münzen hingeführt haben. Aber nicht in die Flamme, sondern weiter rauf. Ich bin nur von der Plattform gerutscht. Gut, dann lasst uns diesmal unten lang gehen. Dann sehen wir, was da noch abgeht. Hä? Da ist gar nichts! Die Münzen zeigen zwar nach rechts, aber da ist kein Weg! Was soll das denn? Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwo einen Schalter oder sowas übersehe, aber... geil finde ich das jetzt nicht. Also das ist... so die zweite... warum? Das war auf jeden Fall jetzt so die zweite Stelle im Level-Design, die einfach gar nicht klar geht. Alter, wie weit ist das oben? Komme ich da überhaupt hin? Doch, von hier auf jeden Fall. Aber hier ist nichts, ne? Oh, nicht mal die Wolke, ne? Einfach alles umsonst. Aha, okay. Ich wollte schon sagen, diese Donutblöcke, die führen doch auf jeden Fall zur Wolke. Und zum Secret. Aber okay, da... da hat er jetzt ja großzügigerweise den Checkpoint platziert. Ich feiere das Level zwar von der Atmo, aber hier triggern mich schon einige Dinge sehr. Ich meine, come on, wer sieht denn... wow, wow, wow. Wer sieht denn bitteschön, wie das gewollt ist? Also diese Röhre da, erkennt doch... ja, okay, okay. Hier war eine. Man konnte sich denken, dass das ein Rückweg von einem Secret ist, aber dennoch, Junge. Niemand schafft doch der First Try das Timing, oder? Jetzt mal Real Talk. Aber ja, es wird natürlich stetig schwieriger. Leider habe ich halt keine Taschenlampe, weil mit einer Taschenlampe wäre das alles viel einfacher hier. Und ich glaube, da unten ist die dritte Starcoin gewesen. Was? Man konnte als kleiner Mario da nicht alle Coins bekommen. Oh, ich explodiere gleich. Und obwohl ich die dritte Starcoin wahrscheinlich geskippt habe, möchte ich jetzt erstmal das Level beenden. Oder auf Glück hoffen, dass ich sie noch finde. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall eine Vermutung, wo sie sein könnte. Boah, ich bin halt mit einem Treffer da und ich muss so unfassbar vorsichtig sein. Was? Nein, hier ist sie. WTF. WTF. Kann man das als kleiner Mario überhaupt schaffen? Das kann nicht sein. Da muss es irgendwo einen Stern oder sowas geben. Das kann nicht sein. Leute, ich bin verzweifelt. Aber es ist hier so dunkel und ich sehe nichts. Da oben war eine Münze. Warum lotsen mich eigentlich die Münzen hier nach oben, wenn ich da ganz offensichtlich gar nicht durchkomme? Aber gut, die Münzen haben mich in diesem Level ja schon einmal verraten. Boah, was? Es muss hier irgendwo ein Secret geben. Oder brauche ich... nee.
Hätte ja sein können, dass jetzt die Münzen einen Stern spawnen lassen oder so. Das... Ich wusste es doch, Alter! Es musste irgendwo einen Stern geben! Die einzig andere Möglichkeit wäre gewesen, hier einfach als großer Mare durch zu Damage boosten, aber... Das wäre ja wirklich... Low-Bob-Level-Design, das macht ja nicht. Ein Stern, alles klar. Boah. Das Level war jetzt aber schon ziemlich böse in vielerlei Hinsicht. Wow. Aber wir haben es geschafft und alles gefunden. Uff. Machen wir noch den Tower. Dann haben wir einen ganz guten Endpunkt. Root Sky Tower. Also Wurzel, Himmel, Tower. Oh, da kommt man doch hoch. Ist hier schon die erste Starcoin? Oder schieße ich mich da einfach rauf mit der Röhre? Nee, ich komme da auch so hoch. Aber... Hier ist nichts. Okay. Ach, und es geht wirklich nach unten, nicht nach oben. Wow, was? 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 Oh, shit, jetzt eskaliert's. Alter, das erinnert mich total an Donkey Kong Country 2. Dieser Tower mit dem aufsteigenden Gift. Okay, da geht's nicht rein. Und wie geil ist das gemacht? Also diese Mauertexturen hier, das ist auf jeden Fall auch komplett neu. Das gab's im Spiel nicht. Ich glaube, ich bin im Arsch. Oder ich habe was geskippt. Da ist ein Mini-Pilz. Brauche ich den? Wenn ich den Weg wähle, brauche ich ihn auf jeden Fall. Aber es gab ja noch einen anderen. Wo wir möglicherweise auch eine Starcoin geskippt haben. Ich weiß es nicht. Oh. Wie viel Level hat das denn hier? 30? Und es ist bereits jetzt schon so unfassbar schwer. Wow, 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 wow. Alter, dieser Pilz, ne? Dieser Pilz! Okay, wir können aber hier wieder einiges an Zeit gewinnen. Ich glaube, mir bleibt es tatsächlich selbst überlassen, welchen Weg ich wähle. Ja, hier waren wir noch nicht. Und hier ist definitiv ein Secret. Das sieht ja ein Blinder. Starcoin 1. Oh, und die Wolke. Und die Wolke. Beides. Beides an einem Fleck. Oh, das darf nicht wahr sein. Das kostet unendlich viel Zeit. Hä? Kommt das Gift überhaupt noch? Ich bin mir nicht sicher, ob mich das Gift überhaupt noch verfolgt. Bin ich so schnell? Es verfolgt mich noch und da war auf jeden Fall die zweite Starcoin. Ich hätte einfach gleich nachschauen sollen. Sorry, Leute! Schnell den Pilz und Checkpoint aktivieren. Zweite Starcoin holen wir dann halt nach. Ist halt jetzt so. Oh, völlig lost. Ja, okay, gut. Alles gut, wir werden wieder groß. Schöner Screen hier übrigens auch. Ich wundere mich nur, dass da ein Koopa draußen rumgelaufen ist. War das jetzt Detailarbeit oder kann man da auch irgendwie hingelangen? Manchmal sehen diese Texturen, die da überlappen, aber auch etwas seltsam aus. Aber hier hat jetzt das Gift aufgehört, ne? Ja, genau, weil wir jetzt nämlich in dem Sky-Bereich sind. Verstehe. Okay, richtig geil aufgeteilt. Aber das hier, das finde ich nicht ganz so schön. Da sieht man halt, dass die Originaltextur mit der vom Hacker, ja, zusammenfließt und das, naja. Sieht nicht ganz so sauber aus. Aber grundsätzlich möchte ich es natürlich belohnen und honorieren, dass hier was Neues gewagt wurde. Und das sieht ja, dazwischen auch richtig cool aus. Ne? Mit diesen brüchigen Mauern und wo du da teilweise drauf laufen kannst, das ist schon was Neues. So, jetzt gibt's mir aber irgendwie ein bisschen zu viele Wege auf einmal. Ich bin etwas überfragt, wo ich hin soll. Wir sind Leben. Und möglicherweise noch mehr. Nein? Ah, doch. Ein zweites Leben. Und ich glaube, von ganz oben kam die Kreissäge runtergesprungen. Alles klar, dann haben wir doch... Was? Kann man nicht auf denen spinnen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auf den spinnen kann. Was war denn das gerade? Okay, ich riskiere es nicht nochmal. Hier ist eine Ranke. Okay. Und? Yes, die zweite! Wir haben doch nichts verpasst! Dann war, glaube ich, da kurz vor dem Checkpoint einfach nur noch ein Leben. Oder ein weiterer Weg, den ich hätte nehmen können. Das weiß ich jetzt nicht. Es war ja so ein Durcheinander. Oder ist eigentlich immer noch. Das ganze Level ist ein riesen Durcheinander. Aber das ist voll cool. Weil du hast normalerweise nicht solche, ich sag jetzt mal völlig überspitzt, Open World 2D Level. Das ist etwas nie da gewesen ist im Prinzip. So viel Freiheit. Glücklicherweise hat man hier auch ausnahmsweise mal genügend Zeit, um sich umzugucken. Hey, was soll das hier? Aha. Okay. Ist das die dritte Starcoin? Muss ja eigentlich, ne? Yes. Na! Was war das für eine Aktion? Erst fällt er runter. Ich wollte mich schon ärgern und dann Reaktion des Parts. Freunde, die Reaktion des Parts. Heftig. Ui. Okay, was geht hier noch? Ja. Ist irgendwie gar nichts. Das Level ist wirklich sehr weitläufig. Und es wundert mich, dass er eine Gelegenheit ausgelassen hat. Ich war mir nämlich am Anfang sicher, als er so viele Muster... Ah, nice. Als er so viele Muster in den Mauern reingeritzt waren, da war ich mir sicher, er wird das mit der Wolke auch machen und die irgendwo in die Mauer rein platzieren. Aber tatsächlich muss man sagen, dass die Position bei der Starcoin echt lame war. Da hat er eine Gelegenheit ausgelassen, das mit seiner neuen Textur zu kombinieren. Verstehe ich nicht so ganz, was er da nicht dran gedacht hat. Aber okay, ist ja seine Entscheidung, wie er das macht. Und jetzt kämpfen wir gegen Big Boom Boom, der eigentlich kein großes Problem sein sollte. Bam, erst recht mit der Blume. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz geil, dass wir hier ein neues Kampffeld haben. So, und das letzte Leben, das nehmen wir ihm jetzt auf ganz entspannt. Und gehen siegreich aus diesem Part hervor. Klar, ein bisschen gestruggelt bei dem Dunkelheitslevel, aber das war auch echt anders gemein, oder? In der nächsten Folge erwartet uns dann also der Gruselwald. Bin auch sehr gespannt, ob er da die Secret Exits mit reingenommen hat. Wenn, dann wird's wohl ein großes Rätselraten im nächsten Part geben. Es wird von Level zu Level anspruchsvoller und fieser. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und dann sieht man sich garantiert bald wieder.